Vorstellungen auf. Ach ja, hi, Uschi. Jacuzzi. Jacuzzi, genau. Oh, Uschi ja. Stoffels, genau. Uschi Stoffels, das ist ja. Der Little Boy with Wings. Der ist süß, ja. Der kleine Junge mit den Flügeln. Seine hübsche Flügel, genau. Genau, der Elfenjunge. Ja. Und da ist ganz viel von meinem Sommersprossenpapier. Und ganz viel Grunge. Und das hier, das nenne ich, das ist das Gold jetzt von dieser Firma. Ah, das ist Gold, ja. Ja, das nenne ich Edelgrunge. Das sieht schön aus, ja. Ja. Das ist gespachtelt durch eine Schablone. Genau. Genau. Das glänzt wirklich schön. Ja, und ich mag das so, diesen Grunge und dann zwischendurch einen so einen Glanzpunkt. Irgendwas Schönes, dann ja, noch so was Besonderes ist. Halt genau. Einfach nochmal, gell? Jetzt habe ich nochmal irgendwo so ein gespachteltes Zeug finden. Das ist hier auch alles Ecodart. Mhm. Das ist in einer Rostpfanne. Da sieht es nicht so schön aus. Wie in der Rostpfanne. Ich habe so ein altes Backblech. Ja. Mhm. Und das ist verrostet und da lege ich Papiere rein und lasse die Natur rosten. Außer auf der Fensterbank in der Küche. Mit Wasser drin dann, oder wie? Nur mit Rostwasser, manchmal auch nur mit Wasser, weil die ist ja schon rostig. Und dann, wie lange lässt es dann drin liegen? Ab bis trocken ist, okay. Wenn du das mal zwischendurch, ne? Hier habe ich das auch gemacht. Ja, das ist toll. Und was ich ganz witzig finde, wenn du diese Druckknöpfe einfach durch so eine Seite machst. Ah, nein. Einfach so. Ah, ja, die gibt es ja in verschiedenen Farben. Ich habe die auch noch in uralt. Ja, toll. Und die gibt es ja auch in Silber und in Gold. Ja, das mache ich auch ganz gerne. Ah, das ist schon eine tolle Idee. Ja. Oder mal so ein Diamant irgendwo hin. Ne? Ja. Ja, genau. Brauchst nicht viel, einfach genau. Nur einmal so ein Hingucker noch irgendwo. Und hier ist eins in Gold. Ja, das ist echt toll. Ja, manchmal ist weniger mehr. Wirklich. Ja, das finde ich auch wirklich. Ja. Das, gerade wenn man auch noch drin arbeiten will in den Journals, da. Genau. Ja. Ja. Hier auch wieder nur einen. Ja. Ne? Mag echte das Federn, gell? Das ist eine echte, ja. Die klebe ich aber mal ganz oft mit Mattmedium, weil die Milben oder was da drin ist, die zerstören die mit der Zeit und das wäre ja doof, wenn man so ein Gefuddel in der Konserve hat. Ja, ne? Nicht, genau. Einfach mal so einen Briefumschlag nur schablonieren. Reicht doch auch. Ja. Ja. Muss gar nicht so viel. Achso, hier habe ich so ein ganz altes Spiel. Da fand ich das so schön, so ein altertümliches Fluggerät. Probiert. Ja. Toll. Oder hier auch so ein Zeppelin und Flugzeuge. Ja. Und du tust auch in deine Journals auch privat Sachen reinschreiben oder machst du verkaufst? Ich mache eher Art-Journals und verkaufe die. Verkaufst du dann? Ja, ich mache mir natürlich auch privat, aber da mache ich eher Fotos rein. Ah, manchmal ja. Schreibe ich auch was. Ja. Aber eher nicht. Manchmal mache ich so alte, das ist glaube ich von wo ist denn das? Hast du eine Brille an? Kannst du das lesen? Ach, aus Honduras. Oh ja. Bankzentral der Honduras. Altes Geld. Ja, das habe ich von einem Künstlerkollegen geschenkt bekommen. Der war ganz viele Jahre im Ausland und hat mir ganz viel so alte Scheine gegeben. Toll. Richtig toll. Man wiederholt sich das. Aber hier so ein Type-Buchstaben finde ich auch toll. Ja. Das ist ein Aufkleber, oder was ist das? Ja, das ist so ein aber wie so eine Taste ja, von genau, so einer alten Schreibmaschine. Ja, richtig. Und das hier ist eigentlich eine Gummiunterlegscheibe. Ah, ja. Die ist nur geklebt dann, oder? Ja. Die hält die so fest. Ja, und die macht die Seite stärker, dann kannst du besser richtig, umblättern. Ganz schön umblättern. Genau. Macht ein bisschen Gewicht auf die Seite. Genau. Ja. Toll. Ja, Teebeutel, meine eigenen Stempel. Ja. Klappe dran. Oder was sind das für Sprays? Hast du selber Sprays gemacht? Oder sind das so die Stress-Oxide-Sprays oder sowas? Das ist schwarze Acrylfarbe und das hier ist ja von meinem Rost, das Sommersprossenpapier. Ah. Und darüber habe ich dann noch schwarze Acrylfarbe verdünnt. Ne? Ja. Genau. Schön. Hier auch. Ne? Überall. Und dann hat man so, dann kommt das so alles zusammen. Genau, ja. Das ist der rote Faden quasi bei dir. Hier unten habe ich noch einen. Ich glaube, das war ein Video von Holla die Waldfee. Die hat auch mal so einen Brief-Fake-Schrift gemacht. Ja. Und das ist Madame Lampera. Schön. Die hat so ein Briefchen geschrieben an den Elfenjungen. Ah, toll. Super schön. Und das ist mit Tee, grünem Tee und Rostwasser.
Und dann wird es so. Dann wird das so. Ja. Auch in dieser Backform. Backpfanne. Ja. Mhm. Sehr cool. Ja. Super toll. Oh mal, ja. Und mal ein bisschen andere Verzierung. Hast du die benutzt, die Bread? Nein, nee, die habe ich nur in die Löcher reingemacht. Weil ich habe gerade die Bread benutzt sehr. Ja. Die haben mit dem Bread-Handy die Signatur gebunden. Ja, das geht auch. Ne? Ich glaube, Jutta hat das vor kurzem gezeigt. Kann ich das richtig mitgekriegt haben? Ja, ich kriege auch nicht. Auch eine schnelle, gute Idee eigentlich, wenn es hält, dann, wenn es Papier nicht verreißt. Also, ja. Ja, warum? Weil ja, klar, du darfst es nicht so viel bewegen. Ne? Das ist natürlich... Man muss es mal ausprobieren. Ne? Genau. Und du hast so tolle Stempel gehabt, habe ich vorher gesehen. Gell? Solche Linol-Stempel, wo du mal gebraucht gekauft hast. Ah, ja, Linol-Schnitte. Also erstmal habe ich hier Schnitte. Einen Neigen, ne? Das ist auch Linol-Schnitt. Geil, die hast du ja auch. Die habe ich selber. Ja. Hier so ein Weißtier. Und die, ja, die sind aber nicht von mir. Die habe ich mal auf eBay geschnappt. Die hast du auf eBay gekauft. Ja. Kann man das sehen? Das ist ja, so sieht man gut. Ja, ist super schön. Ja. Das hat auch Arbeit gemacht. Hier. Ja, und ich bin da so froh, weil ich im Moment motorisch nicht so gut drauf bin. Ja, ich habe noch so Rosenstock. Wunderschön, ja. Und noch die Röhndistel. Deswegen habe ich es nicht gekauft. Das war schön. Schön. Ja, das ist toll, toll. Ja. Und mit den hast du auch schon schön gedruckt. Hast du jetzt experimentiert mittlerweile? Ich habe voll mit experimentiert, ja. Aber die Farben waren da nicht für geeignet. Ich mache gleich nochmal richtig mit Acrylfarben. Und dann hole ich die. Dann gucke ich nochmal. Ja, gut, genau. So, jetzt müssen wir nochmal. Jetzt. Das ist die Ute aus, wo war es noch? Darmstadt. Aus Darmstadt, ja. Genau. Und die Ute, die ist noch nicht so lange dabei beim Chan-Chan-Thema. Ich habe lange Patchwork und Quilts gemacht, 30 Jahre oder so, und jetzt ist mal was anderes dran. Genau. Und jetzt bist du im Papierverfall auf Deutsch. Genau. Ja. Es ist unglaublich, wie schnell sich ein Vorrat ansammeln kann. Ja, das ist doch, das glaube ich, das kann ich direkt unterschreiben. Ja, und wir hatten ja Thema alte Meister versus bunte Kunst. Ja. Und ich habe versucht, die irgendwie zusammenzubringen. Ja. Ach, das sieht toll aus. Also alt auf neu, und jetzt versuche ich neu auf alt. Mal gucken. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es eine Nana. Schön. Und du hast jetzt dahinter ist ein Kunstbuch quasi, leider. Ich greife es mal. 100, genau. 100 von hier. Hast du hier gefunden, so eine Seite? Ich habe eins mitgebracht und da drin habe ich es gefunden. Ah, schön, schön. Ja. Ja. Und gut, was Kinder im Kindergarten machen. Papier weben. Das webst du jetzt und hinten wird es eingeklebt und die Nana kommt drauf. Pferdefanz drumherum. Ja, das wird schön. Und das hast du gestern dann gemacht? Das habe ich gestern gemacht. Mhm. Und das ganze Journal hast du mitgebracht schon, oder? Ja, das war mein erster Versuch, mal so richtig grungy zu werden. Ja, okay. Das hat mir dann aber nicht gefallen. Deswegen liegt es jetzt schon ein Jahr rum. Oha, okay. Ist doch schön. Und jetzt habe ich gedacht, na gut, dann probierst du es. Ja, ja, ja. Das ist eins von zwei Different Remember-Aufgaben, die ich gemacht habe von 2022. Es ist nie fertig geworden. Ja. Aber immerhin. Ja. Immerhin genau. Hast du was mitgemacht. Ist bei mir auch so. Meistens habe ich dann auch doch nicht die Zeit gehabt. Und dann, aber immerhin, man hat was mitgemacht und das ist auch schön. Ja, ich meine, es muss ja auch nicht. Ne? Nee, ist ja keine Pflichtveranstaltung oder so. Das hast du selber das Papier gemacht? Nee, das ist also die gefärbten, ja, aber das sind Ausdrucken von, also digitales Papier, das sieht schön aus, ja. Toll, und das Cover, nee, was ist das Cover schon gemacht? Nee, was ist das da, das Genähte? Das ist nur Signatur. Und auch eine schöne Collage drauf. Ja, irgendwie wird alles immer... Collagen. Ja. Ich bin nicht so gut mit Farbe und Schablonen und so weiter. Irgendwie wird es immer eine Collage, egal was ich mache. Also ich liebe Collage, ich finde das immer ist toll. Ist doch schön, ja. Das sind schöne Hingucker, oder? Und ja, kann man so viel mitmachen. Und da hast du
eine Menge Material auch mitgebracht. Ja, und wir haben ja mindestens toll. Noch mal so viel jetzt im Materialpaket gehabt. Ja. Man bräuchte wirklich nicht viel mitbringen. Okay. Ja, ja. Jetzt weiß ich das auch. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Also dann werke weiter. Dankeschön. Ich sage vielen Dank, gell? Und gehe eine Runde weiter. Mach das mal. So, hier kommen wir jetzt zu Gudrun. Gudrun, ich fange jetzt einfach an, hier zu filmen. Ich habe frisch das ganze Bastelzimmer mitgenommen. Na, gar nicht. Nett? Ist das nicht alles von dir? Nein, was ich will. Ich habe die Hörner ist halt zum Gucken oder mit ja, kaufen ja. oder wie auch immer. Ja. Das ist eigentlich mein Bastelkarton hier. Oh, ja, dann hast da du waren doch die begrenzt. Drin. Also ich habe mich sehr begrenzt. Du hast aber dich sehr begrenzt. Ich habe trotzdem viel zu viel dabei. Trotzdem? Ja, weil da ist so viel Zeug, was man sich nehmen kann. Also, ja, okay. Das ich hätte gar nichts mitbringen brauchen, außer einen Kleber ja. und eine Schere vielleicht. Ja. Also nächstes Jahr wissen wir Bescheid. Ne? Das ist wirklich. Ja. Wenn ich nur mal komme nächstes Jahr, dann bringe ich gar nichts mit mich, glaube ich. Ja. Nur dich und mich, eine Schere, und ein Kleber. So ist es, so ist es. Ist. Genau. Ja. Dich brauche ich nicht vorstellen, ich denke, dich kennt jeder. Hallo. Oder sag's nochmal. Hallo, liebe Zuschauer, ich bin Susanne. Genau. Das ist ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ja, nee, ich bin die Gudrun von Gudruns Happy Journals. Genau. Aber auch einen YouTube-Kanal. Genau. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, ich verlinke eh alles unten drunter, alle Kanäle, die ich finde irgendwie. Ja. Also ich habe nicht allzu viel geschafft. Gestern habe ich nur eine Blume angemalt. Das ist ein bisschen peinlich, aber ich wollte nur die Aquarellfarben ausprobieren. Ja, ist immerhin weitergekommen wie ich. Genau, und dann habe ich heute früh gedacht, da war es ja noch relativ ruhig, habe ich gedacht, irgendwas muss er mit heimbringen. Und dann habe ich dieses Buchcover genommen, das habe ich schon mitgebracht gehabt. Ja, ist das ja. sehr schönes, das die kleine, genau, diese Inselbücherei. Ja. Da habe ich ein paar Cover bekommen von einer Bekannten aus Wien. Mhm. Und die hat mir die geschickt und da habe ich gedacht, das nehme ich mal. Mhm. Und dann habe ich ein paar, einfach nur eine Signatur reingehauen, ein paar Seiten, hier so gefärbte Kaffee. Das war dieses Fake, ich habe nochmal dieses Fake Eco-Dying mit der Big Shot gemacht. Da gibt es auch ein Video dazu. Und das sind die Papiertücher, die ich da immer benutzt habe, um die Flüssigkeit wieder aufzufangen. Ne? Weil wenn man Pflanzen durchkurbelt, ne, dann läuft das ohne Ende. Und das Rostwasser und Kaffee, das läuft ja überall raus. Und dann habe ich so Küchentücher gehabt, also Papiertücher, um das aufzusaugen. Und die habe ich dann auch getrocknet. Und das ist jetzt auch wie Papier, ne? Weil das ist so auch ein bisschen dicker geworden, die Lagen. Ne? Andere Leute werfen das weg. Ja, eh. Benutzer, genau. Und hier ist nur mal was festgeklebt auf dem Papier. Da war mal Farbe oder sowas drauf. Irgendwie ist es festgeklebt eigentlich. Und habe ich es wieder runtergeholt. Und dann war das ein Rostrand. Und, oh, schön. Kunst. Kunst. Nehme ich mit. Ja. Darf bleiben und so, ne? Ja, das ist das Eco-Dying dann. Das richtige Papier. Da habe ich auch noch ein paar andere dabei. Und nochmal die andere Seite. Ich weiß gar nicht, welche Seite schöner ist. Ja, weiß nicht. Hier sieht man ein bisschen so Farben noch. Oh ja. Das ist durch die alles Stanze, mit Big Shot. Alles durch die Big Shot. Ja, genau, da gibt es ein Video dazu. Das habe ich auch gesehen, ja genau. Einfach so durchgekurbelt. Das ist eine Riesensauerei, macht aber riesig Spaß. Ja. Toll. Genau. Mega schön, ja. Meine Lieblingsbrottüte. Ja. Das ist halt, oder? Die muss überall mit rein. Das Stück muss überall mit rein, so Stücke von der Tüte. Das bei uns im Spar gibt es im Spar, ne? Der Spar hat solche Brottüten. Ne? Ich glaube, müssen wir euch sprechen. Das ist ein Material. Ja, das ist ich habe noch ein Restle, kann ich dir geben? Das ist toll. Ja, das kannst du gleich mitnehmen. Oh ja, vielen Dank. Das ist schon mal ein Stück. Wenn du mehr brauchst, dann Bescheid. Ne? Dann mache ich ein Kernpaket. Ja, und sonst so das Übliche, was man halt so drin hat. Ne? So ein bisschen mit Rost gefärbt und mit Kaffee gefärbt. Ja, das ist das Innenleben von einer Milchtüte. Oh, ist ja. Diese Tetrapack. Ne? Genau. Da habe ich das einfach das Papierstück rausgerissen. Mhm. Und ja. Das ist auch mal mit Rost und Kaffee gefärbt, einfach so draußen im Garten, halt, wie man es halt so tut. Ne? Mhm. Ja, und dann geht das hier wieder in die andere Richtung. Ja, mega schön. Und das hier ist auch mit Kaffee, glaube ich, gefärbt gewesen. Das ist wieder das Papier hier. Ja, genau, das habe ich einfach da nur eingebunden. Das ist der Stoff dahinter, das nicht komplett ausreißt hinten. Ah, ja, fertig. Ja, zu mehr bin ich nicht gekommen, weil ich muss ja so viel quatschen. Ne? Hi, geht mir aus. Mein Mann sagt immer, du bist so still. Und andere Leute sagen immer, du redest so viel. Ja, aber man lernt ja hier auch so viele Leute kennen, oder? Ach, das ist der Wahnsinn, oder? Ist das nicht schön? Ich finde es auch toll. Mega schön. Ja. Das ist alles man lernt die Leute kennen, die einem immer kommentieren. Genau. Finde ich ganz, ganz toll. So dieses, ach, findest du schön, nimm es mit.
Weißt du, irgendwie. Ja, 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 ja. Dusche wird alles verschenkt. Und es ist ja so schön. Ja, ja. Schöne Community. Ja, das ist toll. Super. Ja, finde ich auch. Habe ich, glaube ich, auch noch nie bei irgendeinem Hobby so eine coole Community erlebt, eigentlich. Wie mir das habe, ja. Ja, genau. Also, ich finde es auch ganz. Also, wirklich zu 99,9% alles super nette Leute. Ja. Ja. Doch, also. Ja. Also, und ihr habt hier einen sehr schönen Tisch gehabt, muss ich sagen. Ja, die Sabine ist aber super fleißig, weißt du, die macht die ganze Zeit, ist die da am Bauschen machen. Oh ja. Die kommt zu nichts. Aber gut, ich renne ja selber auch rum und filme. Ja. Ja, die hat auch schöne Sachen. Ja, die macht echt auch schöne Sachen. Nein, jetzt ist ja leider nicht da. Ja. Und sie hat da diesen Ordner, genau, der ist eigentlich. Das ist ich glaube, das ist schon so ein Ordner hier gemacht. Mhm. Mit so einem riesen Dingel. Da war das schweres Teil. Und das war mal ein Ordner mit, da waren so Einlegeblätter drin, so ein Ringbuch. Da waren irgendwie so touristische Prospekte oder sowas drin. Also so Tourenempfehlungen für, was weiß ich, keine Ahnung, Wandern, Radl fahren, ich weiß nicht. Ne? Und dann hat sie sich halt so wunderschön geklebt und so mit Spitze und Taschen rein. Mhm. Und diese Karten, wo da drinnen waren, die hat sie auch drin gelassen, die werden jetzt so dekoriert. Ah, und die benutzt sie. Ja, genau, die benutzt sie auch. Ich will das jetzt nicht aufmachen, weil... Ja, ich glaube, ich komme nachher noch. Soll sie dann selber machen. Genau. Aber das ist eine coole Idee, oder? Schön, das ist ein mega Teil. Ja. Und das Ding muss man heben. Heb das Dingel da denn mal. Heb das mal. Ja. Da ist was dran. Weißt du, was du schleppst, ja, oder? Das ist so schwer. Aber schön halt, wenn es im Regal steht, ja, sieht es einfach toll aus. Toll. Richtig toll. Ja. Ja, diesen mega Koffer hat sie dabei, ne? Boah, sie ist der Koffer ist schon der Wahnsinn. Ah, ja, ja. Ich habe gesagt, ich will den Koffer haben. So ein Kosmetikkoffer, glaube ich, oder? So was in der Art. Nicht. Kann man es auch mal starten. Das Ganze und dann hast du noch so ein bisschen Trolley, ne? Kannst du noch schieben. Richtig, ne? Kannst du noch. Ah ja, das doch, ist das Hammer. Ist so ein professioneller. Ja, ja. Andererseits denke ich mir auch wieder, wenn ich so einen Koffer hätte, dann würde ich ihn auch vollstopfen und dann hätte ich wieder viel zu viel Zeug dabei. Ne? Deswegen habe ich mir mal einen Schachtel da gemacht. Du hast ja die Schachtel. Nix, gell? Und du hast es sogar noch geklebt. Ich habe es geklebt. Gell? Du das war so ein Spielekarton. Ich wollte ja keine Werbung für irgendeine Deppe zu spielen machen. Ja, ne? Also, das war auch vom Sozialkaufhaus so ein Spielding. Ja. Ich schnell halt noch mit Buchseite beklebt. Ja. Habe ich aber auch erst, glaube ich, 2 Tage vorher gemacht, bevor ich gefahren bin. Also, okay. Ja, echt. War auch knapp. Aber wie gesagt, die Zeit ist ja immer so ein Problem. Ja. Und das habe ich von hier, das ist auch von hier. Und das Profil da ist auch von hier. Ansonsten habe ich eigentlich nicht allzu viel mitgenommen. Ein bisschen Stoff und Spitze, so Eco-Dying. Mhm. Ein bisschen Farb hier, das ist so Aquarell, Wachsstift. Ja, so schön. Ähnliches. Das wollte ich mal ausprobieren, komme ich aber eh nicht dazu. Ja. So ein paar Buchseitenschnipsel, ein bisschen so Stickerkram. Mhm. Das sind auch noch Aquarellfarben. Und du verkaufst deine digitale Papiere auf Amazon, gell? Ich verkaufe kannst auch digitale. Kannst du mir da gerade mal was zeigen? Im Prinzip ja nicht mehr digital, aber... Ja, stimmt. Die sind dann gedruckt. Genau, das ist für die Leute, die eben keinen... Aber ich zeige mal das, weil das ist jetzt das bekannteste momentan, weil ich das letzte Video gemacht habe mit dem... Ja, okay. Papier, ne? Das kann man auf Amazon kaufen. Genau, kostet normalerweise kostet 19,99 in Deutschland, glaube ich, und... Ja. Event-Rabatt. Wenn man es hier mitnimmt, genau, das ist halt ein richtiges Buch. Gedruckt. Ja, das 90 Gramm Premium-Papier nennt sich das und das kann man dann halt heraustrennen hinten im Rücken. Wenn man das verwenden will, muss man den Rücken ein bisschen aufbrechen. Da gibt es ein Video auf meinem Kanal, wie man Video das macht. Bei der Foodrun, und da kann man halt die Seiten verwenden. Mhm. Und ja, schön, ja. Schon schön gedruckt, muss ich sagen. Ja. Die Druckqualität ist wirklich super, die Papierqualität ist auch gut. Ja. Der Vorteil von dem ist natürlich, weil es ja richtig gedruckt ist, kann man da auch mit Wasser und Kaffee so richtig rumsauen. Die Rückseite kann man mit Kaffee noch... Das kann man genau. Ja, es gibt auch Bücher, da ist die Rückseite ein bisschen schon mit gestaltet, aber neutral gestaltet, so mit Vintage-Papier oder farblich passend. Ja. So ein bisschen. Bei dem hier sieht man das ganz gut. Da sind nämlich die Rückseiten so ein bisschen farblich passend immer zu dem Corner gestaltet, dass man da schon was drauf hat. Ja. Das ist bei dem. Und, schön. Ja, da sind halt auch noch ein paar Ephemera. Ja, Text und so. Hängt immer vom Papierset ab, was das ist. Gell. Wunderbar, ja. Tolle Idee. Also für alle, die keinen Drucker haben, ist das auf jeden Fall, könnt ihr bei der Foodrun auf Amazon diese Papiere bestellen. Inzwischen gibt es, glaube ich, schon über 40 Bücher. Über 40 Bücher, da findet man was. Da findet jeder was, glaube ich. Ja. Und es kommen ständig neue dazu noch, weil das macht so einen Spaß, die zu machen. Ja. Also, mir macht das richtig Spaß.
Und du stellst also die vor auf deinem YouTube-Kanal? Wenn ich schaffe, stelle ich sie vor. Ist halt immer ein Zeitproblem. Ne? Ja. Aber ich mache immer so ein Posting auf jeden Fall, wo ich sage, hey, da gibt es jetzt was Neues. Ne? Es gibt neue Bücher. Aber ich schaffe immer ein Durchblätter-Ding zu machen. Also das ist zeitlich nicht möglich. Immer. Weil auf Amazon kann man es nicht durchblättern, glaube ich. Gell? Man kann sie nicht durchblättern. Das liegt an der Art der Bücher. Weil das sind sogenannte Bücher ohne Inhalt bei Amazon. Also weil da nur Bilder im Grunde drin sind und kein Text. Ne? Ja. Die kann man nicht durchblättern. Aber ich mache immer unten drunter so eine Verlagsinfo quasi. Ja. Und da gebe ich immer so ein paar Beispiele von den Bildern. Schön, ja. Und man kann natürlich auf meiner Webseite gucken, weil da sind die alle digital. Die gleichen Papiere gibt es ja auch digital. Genau. Und da kann man sie alle anschauen, alle Seiten, die dabei sind. Super, immer alle abgebildet. Genau. Also man kann sie digital kaufen oder in gedruckter Form. Ganz genau. Ja. So sieht's aus. Super. Vielen Dank. Bitte gerne. Ja. Jetzt mache ich gerade mit dir weiter und habe schon das Knöpfchen gedrückt. Darf ich kommen? Ja. So, der Chef hier am Hahn im Korb. Unser lieber Enzo, ich setze mich jetzt. Ja, setz dich doch einfach. Oh, schön langsam. So, willst du dich vorstellen, bitte? Ich soll mich vorstellen. Dass jeder kennenlernt, ja. Gar nicht so einfach, ne? Ganz genau. Ne? Ja, ich heiße Enzo, ne? Ich habe einen YouTube-Kanal, der läuft entweder unter meinem Namen oder eben auch unter dem Hashtag Karmesin-Triade. Und ich bin jetzt schon ein schweres Wort, muss ja, ne? ich ja schon mal sagen. Ja, ne? Ist alles nicht so einfach im Leben. Ne? Nee. Aber was sich lohnt, muss sich erarbeitet werden. Ne? Nein. Ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal jetzt hier. Letztes Jahr war ich auch schon dabei und letztes Jahr war es ja schon toll. Ne? Und ja, stimmt, letztes Jahr hattest du ja auch schon ein Video gemacht, da hatte ich ja auch schon das Vergnügen. Genau. Ja, nee, es ist wieder ganz toll. Ne? Also es sind ja so viele Leute vom letzten Mal wieder dabei und ein paar neue. Und ne, es ist einfach, die Atmosphäre ist toll und ich finde es einfach, wie wir gerade eben gesagt haben, es ist schade, also wenn man bedenkt, dass es bald vorbei ist, ne? Ja, am liebsten wird man noch einen Tag dran oder zwei dran hängen. Genau, ne? Genau, also es ist schon schön. Ja. Ja. Du hast hier das Thema sehr ernst genommen, ne? Ja, ich habe fiel mir irgendwie vor zwei Tagen irgendwie jetzt spontan hat ein. Jetzt verändert, ja, gegenüber. Ich, ja, ne, jetzt, ja, jetzt hat es richtig verändert. Ja. Sehr cool, ja. Ich habe das mit den alten Meistern der bunten Kunst mal mehr oder weniger wörtlich genommen und habe dann hier, ich sag einfach, ich habe hier Dürer und weiß nicht, was andere war, einfach mal kaputt gemacht und wieder neu zusammengesetzt. Und dann die bunte Kunst in Form von, ja, so ein bisschen an Mondrian erinnernde Farbflächen in diesen plakativen Farben Blau, Gelb, Rot. Mhm. Und dann schwarze Linien und Punkte. Und ich bin mir noch am Überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Und ursprünglich wollte ich, die habe ich jetzt einfach mal mit Acrylmarker gemacht. Eigentlich wollte ich die Farbflächen, die bunten, größer und mit Acrylfarbe so drüber malen. Ja. Aber ich weiß nicht, kommt vielleicht auch noch. Ja, oben drauf bauen kann man immer. Genau. Aber, im Endeffekt kommen vielleicht auch noch wirklich massive schwarze Linien drüber. Mhm. Vielleicht sogar mit Strukturpaste drin, dass es noch so eine Dreidimensionalität bekommt. Ja, das können wir auch noch. Oder Schrift. Deine Schrift ist halt auch so toll. Irgendeine Schrift oder irgendwas so Pseudokalligraphie, oder irgend sowas wie so asemische Schrift, also so Zeug, was keinen Sinn ergibt. Ne? Ja. Und mal schauen. Kannst du das gut? Einfach Augen zu und durch. Ne? Oh, ich habe schon probiert, ich finde es schwierig. Nicht nachdenken. Und du hast so tolle Fühler. Darf man da mal reingucken ins Fühlergästle? Dürft ihr auch mal reingucken, klar, natürlich, sicher. Ups. Enzo, der sammelt. Wie viele Jahre sammelst du schon Füller? Schon ganz viele Ach, Jahre. Ach ja, ich habe früher schon immer gerne welche gehabt und dann habe ich mal ein bisschen Häuschen gemacht, auch aus Kostengründen. Aber ich sammle sie nicht um des Sammelns wegen, sondern ich benutze ja jeden davon auch. Ne? Ja, das ist schon eine wunderschöne Schrift, finde ich. Das habe ich gestern gelernt, das ist der teuerste, gell? Der da war es. Nee. Also zumindest war das vom Einkauf her der teuerste. Ne? Das sind echte Kunstwerke, der Stefan. Das ist, deswegen mag ich die auch so gerne, weil es wirklich Handwerkskunst ist. Richtig, ja. Ja, das ist gerade sowas, was wirklich von kleinen Betrieben gemacht wird,
Das ist der mit der besonderen Feder, gell? Ja, genau. Unglaublich schöne Feder. Ich soll nichts falsch machen. Aber ich pass auf, und irgendeiner hat das mit dem Holz hintergehabt, der. Genau, das ist Ebenholz. Ebenholz, ne? Ja, genau. Magna Carta aus Indien. Das ist ein unfassbar schön. So ein indischer Familienbetrieb, ja, mehr oder, ja, weniger. Ja. Welcher gefällt dir am besten nochmal? Alle. Kann ich nicht sagen. Das ist der älteste, gell? Das ist der. Der teuerste. Ja. Genau. Also der zumindest war's. Vom aktuellen Wert her, weil die kann man halt nur noch, im Prinzip nur noch auf Auktionen bekommen. Oder eben sonst irgendwo. Ja, ja, ja. Secondhand, aber. Toll. In der Regel, wer ihn hat, gibt ihn nicht her. Ne? Nee, das würde ich auch nicht machen. Das ist echt toll. Tja. Mega schön, ja. Ja. Und ja. Ja. Und du hast hier auch das Chefpositionsplatz bekommen. Ja, ich mag den, weil es hier halt Wind ist und frische Luft. Und gestern war es ja sehr warm geworden. Gestern, ja. Heute ist angenehm. Heute ist angenehm, aber das Wind. Richtig, ja. Und das ist so schon schön. Naja. Und der Enzio hat der einzigste dreieckige Klebestift, den ich hier auf dem ganzen Event gesehen habe. Ja, genau. Über den reden wir nicht mehr. Nein? Nein. Liebchen immer noch nicht? Nein. Oder Liebchen jetzt? Habt ihr eine Beziehung zueinander gefunden? Also sagen wir mal so, sollte diese Firma an mich herantreten und mich als Werbebotschafter für diesen Stift einkaufen wollen, würde ich mir das sehr überlegen. Okay. Mehr sage ich nicht dazu. Nein, er klebt aber gut. Aber er rollt nicht vom Tisch. Er klebt gut, muss man sagen. Ne? Also und er klebt gut. Er klebt gut, er klebt gut. Das hast du damit geklebt, genau. Also hat er auch. Ich habe das alles damit geklebt, ne? Und das ist bombenfest. Ne? Also das ist wirklich. Perfekt. Ich wollte vorhin was abmachen, das geht nicht mehr ab. Das ist doch, also dann hat er alles richtig gemacht. Genau. Oder? Gut. Ja, ich sage dir vielen Dank. Danke. Ja, weiterhin viel Spaß. Ja. Ja, ja, ja. Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen. Genau, der erste, genau. 30. Ja. Ja. Unglaublich. Tut mir leid, also da haben Sie lange Zeit. Also es ist so wirklich nicht manipuliert. Schön. Das ist das alles echte Spitze oder wie? Blauer Spitze. Echte Plauener Spitze. 80 Jahre alt und ein super Zustand. 80 Jahre alt. 80 Jahre circa alt. Aus einem alten Lager, eine alte Lagerauflösung. Ja, ja, schön. Und für Hammerpreise. Deswegen habe ich mich dazu durchgerungen, für alle hier was einzukaufen, ja, und das auf gut Glück mitzubringen. Und es ist super angekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also schon einiges verkauft bekommen. Die sind auch echt schön. Ja, ja, ich hab Das ist übrigens die Ute, gell? Willst du dir mal vorstellen? Das ist die Ute. Ich bin die Ute, Kose, und mache seit drei Jahren circa Junk Journaling. Und es ist wunderschön hier. Ja, warst letztes Jahr auch schon die dabei. Die Menschen, ne, sind toll, man versteht sich, man werkelt oder auch nicht. Genau. Was anderes oder zu tun hat, sich unterhält sich, lernt Neues, neue Techniken. Richtig. Ja. Wunderbar. Schöne Sache. Mhm. Ja. Und du hast einiges verkauft, hoffe ich. Und der Rest wirst du jetzt irgendwie auf eBay oder so verkaufen. Ich habe schon einige Journals verkauft, so im Bekanntenkreis. Ja, schön. Ja. Du hast vorne gesessen, gell? Ich habe dich jetzt irgendwie da vorne ganz verpasst. Da warst du irgendwie hier hinten unterwegs wahrscheinlich. Ja. Ich kam ja gar nicht dazu, an meinen Platz zu gehen. Ja, man hat. Ich habe so nichts geschafft, ne? Ich dadurch, aber. Können wir uns gut, so ist es.
Ja. Es ist viel schöner zu reden, was anzugucken, eine Technik zu lernen oder drüber zu fachsimpeln. Ja. Zu Hause bin ich eh alleine, kann ich wieder werkeln. Genau, ja? Das kann man daheim auch machen. Genau. Ich hab auch einige Ideen gefunden tatsächlich. Mhm. Die Druckknöpfe zum Beispiel von der Uschi. Ach. Die nimmt einfach Druckknöpfe, druckt sie durchs Papier durch. Das sieht super aus. Da wäre ich noch gar nicht drauf gekommen. Ist irgendwo so ein Druckknopf und das sind so Kleinigkeiten, wo man dann mitnimmt und ja, finde ich super. Na, ich gehe jetzt noch ein bisschen schauen. Genau, mach das. Ah, ich mache da hinten jetzt weiter. Da war nämlich vorhin niemand. Also, viel Spaß weiterhin, gell? Mal was dazu meinen. Ja, aber dann hast du dieses Gleisenwerk. Sehe ich das wieder hinter, wenn du das Sabine, ich wollte dich kurz. Ja. Wo wollt ihr hin? Ich muss noch was zeigen. Ich habe es angekündigt, angedroht. Ja, also für heute habe ich halt so einen Obmann gemacht. Hallo, ich bin Sabine. Das ist Sabine, genau. Genau. Und dann habe ich halt so einen alten Ordner gehabt. Da waren halt so Reisesachen drin, also so Reiseprospekte waren da drin, weil ich zeige dir das mal. Ja. Das war so Infos zu verschiedenen Wanderwegen. Ah, das war in dem Ordner drin. Genau, der Ordner sah auch von außen auch so aus. Okay, wow. Und dann habe ich den Ordner halt mit so Packband eingehängt. Art digitales Papierle drauf. Genau, und dann hatte ich das hier. Das kann man dann, so wie du das auch oft machst, dann einfach wegkleben oder dann halt auch da was dran. Aber das hatte ich zuerst dran und dann habe ich das gefunden an einem anderen Journal. Ich so, okay, das passt hier besser hin. Ah, ja. Genau, dann habe ich dein Digitalpapier auf Transparentpapier. Schön, Papier, dann halt noch so kleine Snippets gemacht. Ja. Genau. Dann habe ich das hier aus Seidenband noch geflochten. Schön. Und habe dann hier da noch Ösen reingemacht. Mhm. Und das sind jetzt erstmal so die Seiten. Die sind jetzt noch flexibel, also ich habe hier noch so Taschen, wenn ich jetzt die Geschenke von heute rein tun möchte, mit kleinen Anhängern. Oder ich habe dann, genau, die habe ich dann gestern auch bestempelt oder dann noch zwischendrin ein schönes anderes Papier von dir. Genau, und dazwischen drin halt, ich habe so DIN A5 Hüllen. Ja. Die waren unterteilt mit so kleinen Fächern. Dann habe ich zu dem Papierpass dann mal so kleine Text gemacht und da reingetan. Genau. Das ist dann ein digitales Papier, das zieht sich komplett durch. Ja, schön. Da kann man hier hinten das dann noch bearbeiten oder was drauf. Und halt auch immer rausnehmen und drauf arbeiten und dann da habe ich dann gestern die Lochverstärker dann noch geinkt. Genau. Ja, schön. Und dann habe ich hier dann noch so einen kleinen Rest von dir noch rein. Ja. Genau, hier sind dann wieder Taschen aus Buchseiten, aber ich habe dann aus Spitzenpapier immer noch Seiten selbst gemacht. Das ist jetzt eine Tasche. Mhm. Da kannst du dann Geschenke von heute reintun und dann halt so ein kleines... Toll, kleine Collage. Dann. Genau. Und das zieht sich dann einfach so komplett durch. Ja, und zu Hause würde ich dann in Ruhe dann die ganzen Fotos ausdrucken und die ganzen Geschenke, die wir von den ganzen lieben Teilnehmern. Und du machst das nicht dann dein Journal von diesem Event jetzt quasi? Von diesem Event, hoffentlich auch von den nächsten Events. Oder auch wenn ich mal zu einem Workshop gehe oder auf eine Kreativmesse oder so, einfach so ein kreatives Erinnerungsalbum. Das ist eine mega schöne Idee. Warte, da ist so ein Stinkekäfer. Ich mach Platz. Das war ganz schnell. Bis gleich. So, wie sie den Stinkekäfer entfernt, gucken wir da mal. Oh ja, ich sehe schon sehr viel Kreativität. So, jetzt lasse ich wieder durch. Ich habe vorher schon ein bisschen gespiegelt, da warst du nicht da. Nee, ich mache gerade so Karten. Also das hier sind die Beispiele von Tesha, die hat sie in ihrem Weihnachtsjournal drin gehabt. Aha. Und dann habe ich jetzt mal einfach mit Gesso die Karten so ein bisschen eingepinselt und Buchseiten drauf. Die habe ich dann wieder abgerissen, dass es dann so ein bisschen crunchy aussieht. Okay. Und dann werden das Elfenkarten. Das habe ich nämlich vorher schon gefühlt, wenn du nicht da warst. Ja, genau. Wie hast du das gemacht? Die habe ich einfach aus dem Körbchen vorne von der Bühne rausgesucht. Die gab es bei dem Material vorne drin, ne? Ja. Hast du die ausgeschnitten dann? Oder waren die schon ausgeschnitten? Ja, die waren schon so. Ah, das ist ja toll. Also ich bin ja vorher gestanden und habe den Kumpel gezogen. Jetzt hat die Frau das alles ausgeschnitten.
Wunderbar. Die kommen dann in dem Stil dann quasi auf deine Karte dann da oben drauf. Schön. Also du bist auch sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Kriegst du auch viele Mega-Koffer, haben wir vorher auch schon bewundert. Ja, ich hatte den halt und der war hellblau mit Punkten und das war so gar nicht mehr mein Style. Und den habe ich ja schon viele Jahre. Und dann stand er so ganz vereinsamt in unserem Keller. Und dann habe ich gedacht, nee, so kann ich den nicht mitnehmen. Aber wenn der dann erstmal offen ist, die einzelnen Teilen, ist alles drin. Dann habe ich hier so Wörterbuchseiten drauf. Und dann war das ein bisschen immer noch nackig, aber schon mal viel besser wie davor. Und dann habe ich noch Dekopaschpapier. Da habe ich die einzelnen Elemente ausgeschnitten und dann halt auch nochmal komplett dekoriert. Und da ist alles da schon Mordsplatz drin. Ja. Wahnsinn. Also das ist so der untere Teil und das kommt dann oben drauf. Dann kommt das Teil, da kommt nochmal so ein ganz einfaches, wo durchgehend ist. Und dann kommt der Teil. Ja, wie hoch wird das dann? Mannshoch, ne? So hoch wird es dann. Wie so ein normaler großer Rahmen. Und hier ist es halt praktisch, wenn du das ausklappst, dann kannst du alles trennen, da sind die Bedienstiegel fertig. Ja, und dann klappe ich alles wieder zusammen, das ist eigentlich ein Kosmetikkoffer. Hast du das daheim auch so? Du hattest dein Bastelzimmer, dein mobiles, oder nicht? Nein. Das ist jetzt mein mobiles Bastelzimmer, aber ich habe noch ein Kreativzimmer im Untergeschoss bei uns im Haus. Ja. Ah, okay. Genau. Sehr schön. Und ich liebe deine Videos und deswegen dachte ich, ach, ich freue mich, wenn du auch kommst. Ja, dann habe ich dir was Kleines mitgebracht und dachte ich, ja, du hast ja auch einiges, aber so ein paar kleine Teile. Ja, genau. Vielen Dank. Ja. Echt schön. Toll. Und ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Kennt man dich irgendwo? Instagram, YouTube? Nö. Ich mache das für mich privat, weil das einfach ein ganz toller Ausgleich ist und ich da einfach mal abschalten kann. Ja. Weil ich wirklich halt einfach einen anstrengenden Job habe und deswegen ist es nur für mich so. Das ist schön. Vielen Dank, dass du uns das alles gezeigt hast. Ja. Und ja, ich denke, dir hat es auch gefallen hier auf dem Event. Wahnsinnig schön. Du warst ja letztes Mal schon da. Bei mir hat das leider terminlich nicht geklappt. Ah, ja. Und jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich habe mich letztes Jahr schon angemeldet und jetzt wohne ich in Heilbronn in einem Hotel, da habe ich jetzt heute Morgen ausgecheckt. Ja. Aber ich hoffe, dass ich nächstes Mal auf jeden Fall dabei sein kann. Es hat mir letztes Jahr leid getan, aber meine Schwägerin hatte Geburtstag und ich habe nur eine Schwägerin und dann geht es vor. Ah, ja, logisch. Aber ich fühle mich wahnsinnig wohl. Petra und ihre Schwester sind ja echt total die Goldschätze. Ja, die sind total goldig. Da kann man jederzeit überall hin und auch der Austausch. Also es ist so eine tolle Atmosphäre. Ich fühle mich wahnsinnig wohl. Also ich wäre ganz sehr gerne wieder dabei. Ja, das, ich denke, es wird klapper. Aber ich werde heute. Du warst schon mal dabei und dann wird es auch wieder klapper. Alles klar. Dann viel Spaß noch, gell? Ja, auch. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja. Genau. Du bist ja schon. Erstens schon das letzte Mal dabei gewesen. Ja. Und immer fleißig. Und du machst einen Schirm nach dem anderen. Ja, schon. Naja. Und das sind alle toll. Stehen Bett. Hallo. Stell dich mal kurz vor, alleine am besten. Ja, mein Name ist Yvette und ich bin zum zweiten Mal dabei beim Chang-Chang-Event und macht einfach wahnsinnig Spaß. Man fühlt sich wohl, die Leute sind nett und man lernt so viel Neues. Man ist zwar total fertig am Abend, aber es ist einfach... War auch platt, obwohl ich nichts gemacht habe trotzdem. Ja, genau. Und ja, ich habe sogar was geschafft. Ja, du bist immer fleißig, ich weiß es. Oh, das wird schön. Wieder ein anderes Dingeldangel. Ja. Ja. Mit Knöpfle, wo drauf genäht werden gerade. Sehr viel Liebe, ich sehe es. Ja. Ja, daheim fehlt dann das ist auch schön. Ein bisschen mit der Nähmaschine noch. Das Buch war schon so, gell? Das war schon so. Das hat mir eigentlich nur wegen dem Einband gekauft. Ja, das hätte ich mir auch gekauft. Ja, man muss die Augen offen halten, gell? Ja, genau. Darf man durchblättern? Ja, natürlich. Ist nur nichts weiter drin. Ist nur nichts passiert. Genau. Ja, ja, wird noch eingebunden, wie es aussieht. Ja. Schöne Papierzusammenstellung zum Kreativwerden selber. Salz oder was ist da? Nee, ist Kaffee. Ah, nur Kaffee. Einfach nur Kaffee. Genau. Mhm. Hat so nach Salzkammer aus. Ja. Strukturpaste. Schön. Ja, da hast du das Thema, die Farbe mit aufgenommen. Das war eigentlich, weil ich saß am Freitagabend, da war es alles mit. Mhm. Und da habe ich gedacht, kannst du dich nicht entscheiden. Jetzt nimmst du eine Farbe. Ah.
Und dann war das Einpacken viel einfacher, weil es einfach nur eine Farbe war. Ja, cool. Da ging es schnell, ja. Hast du das einfach alles in Blau? Ich habe einfach alles blau mitgenommen. Alles in Blau mitgenommen. Genau, ja. Und da war es einfacher. Schön. Sehr schön, ja. Und du hast auch Spitze gekauft, sehe ich da ein bisschen, ne? Ja. Ein bisschen, ja. Man übertreibt ja gerne bei sowas. Ja, aber ja. Wann kommt man schon dazu? Das ist so ein super Angebot da gewesen und so. Ja, ja. Wunderschöne Spitze. Ja. Ja. Wunderbar. Ja. Ja. Da wünsche ich dir dann weiterhin viel Spaß. Ich denke, ja, du hast tolle, tolle Sachen. Ja. Ja. Danke. Ja. Und dein Dingeldange ist so süß. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Knöpfle dran kneten. Das fiel mir auch vorher erst so ein, weil ich hatte noch Knöpfle übrig. Dann gucken wir, was die jetzt noch. Ja, die passen auch super dazu von der Farbe her. Da. Schön. So, jetzt gibt es was zu essen. Da wird schon. Ich möchte dich jetzt nicht beim Essen stören. Darf ich dir das schenke? Ah, ja. Oh, Gold? Goldfädel. Ah, ja, das ist von Sustrene Gräne. Habt ihr das bei euch? Nee, haben wir nicht. Aber wir jetzt in Freiburg. Ah, schön, vielen Dank. Und zwar, der ist so stabil. Ja, und auch steht auf Gold- und Silberfädel. Ja, ja, definitiv. Du kennst mich. Das ist kein Draht. Nee, das ist ein Faden, gell? Wie so ein Nylon Faden, oder sowas, gell? Und du tust jetzt Mittagessen? Ich tue jetzt Mittagessen. Ich komme dann nachher nochmal und film nachher nochmal. Bis gleich. Ich esse jetzt auch was. Ist das peinlich? Nein, das ist nicht peinlich. Lass das schmecken. So, jetzt darfst du dich nochmal vorstellen, bitte. Ich bin die Martina, ich komme aus Freiburg, bin zum zweiten Mal hier. Genau. Und habe zwei wunderschöne Tage gehabt, wie letztes Jahr. Wie letztes Jahr, ja. Und du warst wieder mega. Ja. So viel habe ich gar nicht gemacht. Das hat sich aber sehr verändert, seit es gestern gesehen. Warte, ich komme auf deine Seite. Moment. Ja, das ist. Ich habe Vorlage genommen aus einer Zeitung, eine Kunstvorlage, habe sie unter Zellophan gemacht, habe was ausgeschnitten in der gleichen Größe und habe probiert, das Bild weiterzumalen mit Aquarell. Genau, und hast die passende Farbe benutzt? Ich habe die passende Farbe, trotzdem bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich möchte noch gern mehr Helligkeit reinbringen. Aber ich brauche Zeit dazu. Ah ja, das kannst du auch daheim noch machen. Das ist ja, das mache ich. Aber die Idee ist auf jeden Fall geboren und es ist schon einiges passiert. Gell? Und die Farben sind toll und du hast jetzt welche Farbe genommen? Ich habe meine Lieblingsfarbe, das ist Indigo von Schminke. Ja. Da habe ich ein ganz großes Töpfle, weil da kann man sämtliche Grüntöne mitmischen mit Gelb. Ja, ja. Und das ist ein sehr dunkles, gedecktes Blau, das ich ganz gern und oft benutze. Ja, das ist ein schönes Blau, ja. Und das Journal hier, das ist auch von dir, oder? Das ist auch von mir, jawohl. Oha. Was sind das, lauter Knöpfe, wo du drauf genäht hast? Also die Basis ist ein Luftpolsterumschlag, der etwas größer wie DIN A4 ist. Ja. Den habe ich eingeklappt, den habe ich... ich weiß nicht, Serviette, also das weiße Teil von Serviette drüber geklebt, hab das trocknen lassen, hab blaue Acrylfarbe genommen, nein, erst habe ich mit der Heißklebepistole Punkte draufgesetzt und Linien. Okay, ah, das ist von der Heißklebepistole. Genau, auch die Punkte. Ja, ja. Hab dann mit blauer Acrylfarbe übermalt. Ja. Und dann mit Goldpaste, mit dem hier. Mit dem Inka-Gold. Mit dem Inka-Gold habe ich mit dem Finger diese Akzente. Oder die Erhebungen hervorgehoben. Und dann hast du die Knöpfe hingenäht? Nicht hingenäht, sondern auch hingeklebt. Geklebt hast die waren du? Zum Teil die Häkle oder die. Ja, die Häkel unter der das Öse. Genau, die habe ich entfernt mit der Zange und habe mit der Heißklebepistole. Oh, nein.
Und das der Heißkleber. So ein Lieblingsstück ist dabei, ja. Oh, ja. Aus einer kaputten Kette. Schön. Wunderschön. Tisch, ein schönes Schirm. Ja. Toll. Und viel mehr. Ist das schon, da muss noch näher. Das, oder? Ist schon genäht? Das, ich habe ein bisschen loses Papier und ich habe die einfach eingespannt mit Gummiband. Mit Gummiband, ja. Dann kannst du rausnehmen und reinmachen. Ja. Genau. Wunderschön. Richtig toll. Also das Cover ist spektakulär. Muss ich sagen. Rückseite, ein ja, Wahnsinn. Super. Du bist ein kreatives Bienchen. Super Sache. Wenn ich richtig drin bin, dann gehe ich über Bord. Super schön. Ja, toll. Richtig toll. Ja, das freut mich. Vielen Dank, dass wir es sehen dürfen. Klar. Das Fädel nicht auch noch mitgebracht. Ja. Fädel, da muss man auch noch was einfallen lassen, dass das jetzt so. Aber kommt Zeit, kommen neue Einfälle. Ah ja. Schön, du, aber das ist eine tolle Idee. Sogar man kriegt so viele Ideen hier. Ja, das ist richtig toll. Ja. Ja, richtig toll. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Man muss sich ganz viel aufschreiben. Oder so, ja. Damit man sich daheim dann dran erinnert. Ja, oder Videos gucken. Oder genau. Videos abspeichern. Das ist sowieso. Ja, genau. Ich danke dir, gell? Gern. Sondern es einfach nur so drüber. Ah, ja, mit dem Versamarkt. Ja, mit der Versamarkt drüber. Und dann gehe ich da. Ja, da gibt es Auffüller. Da gibt es auch kleine Minikissen. Und es gibt auch einen Stift. Ja, den Stift habe ich. Gibt es auch eine Alternative zu? Ja, also von Wow und von diversen anderen Firmen gibt es auch so klebrige Tinte. Also was man selber machen kann, mit Wasser geht es auch. Du kannst auch Wasser unten drunter nehmen. Das wird funktioniert das auch. Das ist auch ein dickeres. Das hatte ich gestern verwendet. Also ich habe jetzt da dieses da drüber gestrichen und ganz vereinzelt so dicke ist Ultra High drauf. Weil ich habe hier da oben drauf, ich gehe jetzt auch über den Toaster. Das war die Technik von gestern. Ja. Ja, genau. Hast du das auch mal gestanzt? Also so ja, aber das kann man auch stanzen, ja. Auch, ne? Ja. Also wenn du irgendwelche Goldteilchen oder so brauchst, du kannst es dann mit Gold. Ja, das sieht schon aus, ne? Ja. Nee, es braucht da nicht viel. Das na? Ist ein toller Hintergrund. Ja, ich mache ja bei der Karte, wo ich dann gestern gemacht habe, oder dann nur noch ein Schrift hin. Ne? Ja, genau.